Der Frankenauer Stadtteil Dainrode hat einen Kinderspielplatz, der an der Verbindungsstraße zwischen Dainrode und Allendorf-Hartberg liegt. Flankiert wird der Spielplatz von zwei innerdörflichen Straßen. Es war schon lange der Wunsch des Ortsbeirats sowie der Elternschaft, dass in diesem Bereich eine Verkehrsberuhigung vorgenommen wird. Die Stadt Frankenau hat nun für die innerdörflichen Straßen Tempo 30 verfügt. Schilder aufgestellt und gut sichtbar die Symbole auf die Straße gemalt. Für die Kreisstraße wird eine freiwillige Beschränkung gewünscht von vorbeifahrenden Autofahrern. Herr Bürgermeister der Kleinstadt am Großen Wald Frankenau, Manuel Steiner und Stefan Rützen, der Ortsvorsteher von Dainrode. Ich fange mal mit dem Ortsvorsteher an. Kinderspielplatz und verkehrsberuhigter Bereich, das sind ja zwei Dinge, die normalerweise Hand in Hand gehen sollen. Jetzt gibt es inzwischen 30. Wie lange hat man dafür gekämpft? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, sind wir schon einige Jahre an dem Thema dran und sind leider immer wieder an den Behörden gescheitert. Und jetzt haben wir mit ein bisschen glücklichen Händchen und Unterstützung der Stadt das endlich realisieren können, wo wir uns darüber sehr freuen. Manuel Steiner, Bürgermeister. Die innerörtlichen Straßen ist relativ einfach. Das kann die Ortspolizeibehörde anordnen, verfügen, in dem Fall der Bürgermeister. Hier die Kreisstraße, das sieht dann ein bisschen anders aus, ne? Da sind wir auf Hessenmobil angewiesen, genau. Und die mögen nicht so, wie die Anwohner mögen. Die mögen schon, aber die müssen sich ja auch an gewisse Vorschriften halten und wenn sie die nicht hergeben, dann können die ja auch nichts dran machen. Jetzt geht hier mitten durch den Ort die Bundesstraße, viel befahren. Es gibt keinen Fußgängerüberweg, wenn ich das in Erinnerung habe. Wäre das ein nächster dringender Wunsch, auch vom Ortsvorsteher? Ja, ist ein Thema, ist in der Vergangenheit auch angegangen worden und das ist ähnlich, wie der Herr Bürgermeister gerade schon gesagt hat. Man muss sich dann nach der Behörde richten. Da kommt dann einer hierher und macht Striche, wie viele Leute am Tag die Straße queren. Da kann man sich vorstellen, in so einem Ort wie in Dainrode mit ca. 180 Einwohnern sind das nicht ganz so viele. Und da fallen wir nicht in die Statistik, wo ein Zebrastreifen umgesetzt wird. Des Weiteren hat man uns erklärt, dass Zebrastreifen heutzutage eher eine Gefahr darstellen und man von diesem Wege abgeht. Und man gestaltet dies oft durch bauliche Maßnahmen, sprich durch Straßen oder Verkehrsteiler, zum Beispiel im Bereich von Bushaltestellen. Jetzt hat man nicht nur Kinder, auch die Leute werden immer älter. Und ich sag mal, mit dem Rollator und 78 ist man dann nicht mehr ganz so flott, wenn man die Bundesstraße überqueren will. Auf der anderen Seite hat sich ja nun das Image gewandelt, das heißt mehr Verkehrsberuhigung in die Orte. Das gilt dann auch für Dainrode, oder Herr Steiner? Ja, wir würden uns das wünschen. Ich meine, den Anlauf, den probieren wir schon seit Jahren zu nehmen. Und seit Jahren wurden immer wieder Messungen durchgeführt, immer wieder Zählungen durchgeführt. Aber das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben, ist leider dabei nicht rausgekommen bislang. Jetzt muss man sagen, Polizei sagt ja auch keinen Unfallschwerpunkt, weil Gott sei Dank noch niemand zu Schaden gekommen ist, oder? Gott sei Dank, das ist immer so lange gut, bis dann der erste Unfall passiert. Aber ich unterstelle mal dem Ortsbeirat und auch dem Bürgermeister, man bleibt an dem Thema dran, so wie man hier an der 30er-Zone für den Kinderspielplatz angeblieben ist. Das definitiv, ja. Ja, Ortsbeirat auch? Kann ich bestätigen, wir bleiben weiterhin an dem Thema dran. Vielen Dank. Gerne.